Da ist ja mega gruftimässig. Finch. Kannst du nur da wohnen? Was ist denn das für ein Schädel da hinten? Zudem kann ich euch eine krasse Geschichte erzählen. Vor 70 Jahren hat das Mädchen mit ihren Brüdern gewohnt. Ihre Eltern waren tot. Die Mutter ist bei der Geburt von ihr gestorben. Der Vater konnte mit dem nicht umgehen und hat angefangen zu trinken. Später hat man ihn tot auf der Straße gefunden. Der Brüder und sein Kollege haben sie immer gequält. Sie hat Albträume bekommen und jeden Abend hat sie sich an ihre Teddy geklammert, weil das ihr einziger Freund war. Thank you.
Du verbrennst die Zähne. Schön gruselig, gellet? Und was ist mit deinem Bruder passiert? Du hast ihn in der Hand. Hey, nein, ich fühle mich nicht mehr wohl. Ich gehe. Komm schon. Hallo? Do-do-do-do!